Energie ist die Fähigkeit von Systemen, Arbeit zu verrichten. Das ist natürlich einmal als allererstes eine physikalische Größe. Die Kraft, die uns treibt. Der Treibstoff für Lebensqualität. Ein Motor, der Dinge in Bewegung bringt. Es gibt seelische Energie, es gibt körperliche Energie, es gibt die Energie, die wir verbrauchen, meistens zu viel. Essen, Lebensmittel und Getränke. Ich bin mir sicher, dass ein guter Raum eine Art Energieparadoxon ist. Energie für mich persönlich ist die Kraft, die uns bewegen lässt. Energie ist etwas, das entsteht, wenn etwas in Beziehung gerät. Ist die Reaktion auf ein Gefühl oder einen Impuls. Das Wichtigste, was wir haben, weil wir brauchen das ja, um zu arbeiten. Bei uns ist leider eine Energieform primär in der Diskussion, nämlich die physische Energie. Obwohl die Erfolgsgeschichte des Menschen nicht auf dieser beruht, sondern auf der geistigen Energie. Energie ist was Allgegenwärtiges und Universelles und steht uns in irgendeiner Form eigentlich permanent zur Verfügung. Die gibt's. Die kommt nicht her, die geht nicht weg. Die wird ja nie weniger, die verändert sich nur. Die ist ein bisschen so, wie es gehört. Energie kommt, glaube ich, von Gott. Energie ist für uns alle was sehr Wichtiges, würde ich mal sagen. Energie ist Leben.